Hallo da draußen, heute ist der 12. November und heute gehe ich mit meiner Familie und ein paar Freunden auf die Werkschau 2016 in Bettenburg. Denn im Rahmen der Talentschmiede, die es dazu gibt, hängen auch ein paar Bilder von mir rein. Das heißt, ich bin ein großartiger Künstler und wir gehen auf eine Ausstellung mit Bildern von mir. Tobi geht wohin, filmt sich und labert irgendwas dabei, das ist ein Ausflug. Heute bei der kunstwissenschaftlichen Analyse. Was will uns der Künstler damit sagen? Pene! Und hier sind meine Bilder. Yay! Tobi, Lilly, Lea, Nasti, Alex, Mama, Nasti, Nasti! Hier beobachtet eine kleine Familienhorde intensiv diese großartige Kunst. Es ist heute etwas ganz Erstaunliches passiert. Ich habe meine beste Freundin aus der Grundschule wieder getroffen. Und wir haben uns erst nicht erkannt. Das war sehr interessant. Und das fassen gerade nicht, wie krass das ist. Keine Ahnung, das ist unbeschreiblich. So realistisch. Oh Gott! Tag 2 und heute ist Mille da. Und ich war da noch gar nicht. Ja. Und gehe da aber gleich hin. Und dann bin ich mal echt gespannt. Weil Tobi ist hier eine unglaublich Künstlerin. Ich finde dich. Ja. Cool. Es ist jetzt Facebook. Mille. Mille. Und noch mehr Familie, die Bewohner. Bei Game of Thrones. Ist das die wirklich? Ja, das ist die. Das sind, die anderen sind ja auch Game of Thrones Charaktere. Ach, ja, jetzt habe ich die, jetzt sehe ich was. Die drei sind. Unvorstellbar. Jo, ist was? Wenn ihr in der Nähe von Bettburg wohnt, könnt ihr euch ja die Ausstellung auch sehr gerne ansehen. Aber den größten Teil habt ihr eigentlich im Video festgehalten. Und fandet ihr das interessant, diese Seite von mir zu sehen? Das würde mich auch interessieren. Und wenn euch dieser Kunstkram insgesamt mehr interessiert, habe ich auch eine Facebook-Seite. Zusätzlich dafür, nicht nur für YouTube-Kram. Die blendet sie jetzt ein. Weiß macht bunt. Die findet ihr in der Videobeschreibung. Okay. Danke fürs Zuschauen. Und bis hoffentlich bald. Sieht man mich überhaupt mal? Nein, tut man nicht.
mit mir.